So, meine lieben Freunde, und damit wieder einmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Turing Test, Folge Nummer 12, im letzten Drittel des Spiels. Eigentlich schon fast im letzten, ja jetzt im letzten Viertel, nee Quatsch, nee noch nicht ganz im letzten Viertel des Spiels. Aber es geht dem Ende entgegen und ich bin gespannt, was uns jetzt in diesem Raum erwarten wird. Oh, Tom sagt mal nichts. Das ist bisher noch gar nicht vorgekommen, dass Tom einfach mal... You can't just manipulate someone's mind. Your parents manipulate you. Your friends manipulate you. Your society manipulates you. And your experiences manipulate you. Manipulate is not a dirty word. You manipulate clay to make art. If people are manipulated to make better decisions, then that is a good thing. This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving. To manipulate people into making better decisions for the common good. That's not the same as altering someone's physical mind. It removes my power to decide. You never had that power. So it is better that I have it. You are either a slave to your impulses or a slave to mine. Freunde, das Thema dieses Spiels ist wirklich komplizierter, als man denkt. Ich probiere jetzt mal mit diesem Roboter. Achso, mit dem kann ich auch hier hoch. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wenn ich diesen Knopf drücke, geht die Tür auf. Das heißt, ich muss ja eigentlich nur... mit dem Roboter hier rüberkommen und den Knopf drücken, um dann die Tür zu öffnen. Soll es denn wirklich so einfach sein? Es sieht so aus, Freunde. Das war wirklich easy jetzt. Oh, wo sind wir jetzt? This is the evil they found. This is why we have to stop them leaving Europa, Eva. What is it? Mostly extremophiles. Tiny, single-cellular life. It can never leave Europa. It could potentially destroy Earth's ecosystem if it were ever introduced. Okay. Für mich sieht das jetzt gerade aus wie... normale Pflanzen und draußen ein bisschen Eis. Atom meinte gerade... dass es hier Mikroorganismen gibt, die die ganze Welt zerstören könnten. Ob dem wirklich so ist? Meine Reagenzgläser sind irgendwie leer. Ich sehe jetzt hier gerade nichts, was irgendwie Gefahr darstellt. Okay, na gut. Mikroorganismen sind auch sehr schwer zu sehen. Vielleicht können wir... nee. Das Mikroskop kann man natürlich nicht benutzen, aber die Lupe funktioniert. Okay, Freunde, hier scheint es nicht viel zu geben. Also weiter im Text. Damit haben wir Kapitel 5 beendet, Freunde. Und es geht weiter mit Kapitel 6, dem wohl letzten Kapitel des Spiels. Übrigens, wenn wir den Turing-Test dann irgendwann jetzt wirklich mal durchgespielt haben, wird zwar noch ein ganz paar Folgen, ein ganz paar Tage dauern, geht es dann fest weiter mit Parasite Eve, unserem Retro-Let's Play. Das werde ich dann durchziehen. Ich denke, jetzt bei Parasite Eve muss ich ja nochmal von vorne anfangen, weil ich nicht gespeichert hatte und blöd gestorben bin bei dem Endboss da. Jetzt müssen wir das nochmal spielen, aber das schaffen wir schon. Do you understand, Ava, what they found? Life? Eternal life. This is why I can't let them leave. These people can't be left here to die? Yes, they can. I mean, it's not right. Das ist allerdings richtig. Hä, was war das? Man kann die Leute nicht einfach hier lassen und sie sterben lassen. Das ist gerade ein kleiner Bug mit dem Soundfall. These people can't be left here to die. I mean, it's not right. Der Ton wiederholt sich gerade die ganze Zeit. Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler vom Spiel.
Energie, Freunde. Wo bekommen wir Energie her? Vielleicht... hier? Ah. Okay. Zum Glück haben wir hier unseren Kumpel. Ich muss sagen, bisher hält sich die Schwierigkeit der Rätsel in dem Abschnitt hier ziemlich in Grenzen. Okay. Weiter geht's. Anything that comes into contact with the organism can never return to Earth. Ava, the ISA orders that you stop anyone leaving this planet. Anything that comes into contact? What about me? It may be airborne. So I am afraid that includes you. I'm stuck here? Das wäre natürlich hohl, weil dann ist alles, was wir hier gerade machen, relativ sinnlos. Ich überlege gerade, welchen Film. Ich überlege gerade, welchen Film ich letztens gesehen habe, wo ein Pärchen bzw. zwei Menschen auf einem Raumschiff gefangen sind, weil sie frühzeitig aufwachen. Also die gehen sozusagen von der Erde weg, versuchen auf einem neuen Planeten anzusiedeln, das dauert aber 500 Jahre. Die Leute werden eingefroren und dahin geschickt und zwei davon wachen durch einen technischen Defekt eher auf. Ich habe nur den Namen des Films vergessen, den habe ich vor kurzem erst gesehen. Ich komme noch gerade nicht auf den Namen, den fand ich sehr geil. So, da haben wir hier schon mal eine Brücke. Was ist denn das für ein Orb? Den kennen wir ja noch gar nicht. Ach, der vergeht oder was? Nee. Hä? Freunde, das kommt mir ja echt zu einfach vor. Ich versuche immer irgendwie weiterzudenken, dabei ist es ganz einfach. I am sorry you are upset, Ava. How could you send me here to die? I have to stop the ground team leaving this moon. You are the ISA's contingency plan. You must help me. It is your duty to defend humanity. Okay, Freunde, wir sind also von der ISA eigentlich beauftragt. In so einem Fall, falls wir Organismen finden auf Europa mit unserer Crew, alles dafür zu tun, diese Crew und sämtliches Leben daran zu hindern, Europa zu verlassen und auf die Erde zu gelangen, was uns einschließt, was das Ganze hier gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, blöd macht. So, ich habe gerade keine richtige Ahnung, wie wir hier die Brücke aktivieren. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo... Da ist ein Schalter. Kann man von hier irgendwas sehen? Nee. Wartet mal, was ist mit diesen Dingern hier? Kann ich auch nichts tun? Ach, alles klar. Das war jetzt natürlich ein bisschen peinlich. So, jetzt haben wir dieses Teil. Jetzt ist die Tür nicht offen, weil... Ja, weil, warum? Ach so. Aber die Brücke dauerhaft. Gehen hier rüber. Ach, das ist ja auch scheiße. Die Plattform läuft ja mit über... Über was eigentlich? Wenn ich das Ding drücke, geht die Tür zu. Ach, alles klar. Alles klar.
Durch, 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 durch. Ach, blöd bin ich. Blöd. Das Ding hat ein Zeitfenster. Das heißt, ich muss das tun, dann hier das Ding schnell hier ablegen. Oh, das war zu langsam. Aber der Weg ist schon mal der richtige. Das war nur ein bisschen zu lahmarschig abgelegt. Ach nö. Zack. So. Ah! Ich bin nicht draufgegangen. Ich dummer Vollidiot. Okay, das ist jetzt gar nicht so einfach. Muss man ein bisschen geschickt sein, aber ich denke, jetzt sollten wir das auf die Kette kriegen. Sehr schön. This is why they're afraid of you. Why they're hiding from us. Why? You're their captor. Richtig, Tom, du bist ein Kidnapper. Ich meine, die KI kann natürlich nichts dafür. Die ist darauf programmiert, das Leben auf der Erde zu retten. Oh, jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's... Oh, okay. Können wir hier die Energiequelle... Brauchen wir die? Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Was ist denn damit? Come on. Da müssen wir definitiv rein. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir brauchen hier die Energiequelle. Von ganz unten, die den ganzen Scheiß hier versorgt. Und dafür brauchen wir den Roboter. Alles klar. Okay. Ich glaube, ich habe es so ansatzweise verstanden. Wir brauchen definitiv den Roboter als Träger der Energiequelle. Wir müssen das Ding jetzt hier runterfahren. So, jetzt müssen wir selbst runter. So. Entschuldigung, Freunde, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Das war viel zu langsam. Wie das viel zu langsam war. Ach, ich muss den einfach vorher mal ein bisschen besser positionieren. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig. Bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Wir müssen definitiv die Energiequelle hochbringen. So. Okay. Na, jetzt wird's natürlich Bullshit. Ich meine, ich kann ja nicht instant switchen. Wie soll ich denn jetzt bitte... den Roboter anpeilen und hier nebenbei das Teil mit Energie versorgen. Das geht ja mal gar nicht. Ach je, das wird jetzt doof. Moment.
Nee, das ist jetzt auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Ich muss das Ding mit der Energiequelle irgendwie rüberbringen. Nein! Oh Gott, wie dumm. Ach, Freunde, das wird jetzt... ein Geduldsspiel. Und dann muss man so schnell sein und beide schaffen? Probier's mal mit der Maus lieber. Nee, also das schafft man auf gar keinen Fall. Das ist einfach zu gering, das Zeitfenster. Das wird nix. Wenn ich irgendeinen Knopf hätte, mit dem ich instant zum Roboter wechseln könnte. Jetzt sehe ich ihn natürlich gar nicht mehr. Super toll. Ach, bin ich doof, oder? Bin ich doof? Nee, ich komme nicht an die Energiequelle ran. Soll mir die Kamera vielleicht irgendwie helfen? Nee, die ist ja auch zu weit weg. Hier oben ist zwar noch... Nee, ist auch keine mehr. Das ist jetzt natürlich ein wenig... Bin ich gerade echt so doof? Moment. Ich muss mal eben was gucken. Haben wir noch einen zweiten Roboter gehabt da oben? Nee, oder? Bilde ich mir das gerade ein, dass hier noch ein zweiter stand? Das bilde ich mir aber sowas von ein. Das heißt, wir müssen definitiv die feste Energiequelle hier reinbringen. Und der Ansatz war ja gar nicht mal so blöd. Der Ansatz war überhaupt nicht blöd. Das ist ja gar nicht lustig gerade. Der Roboter lieber schießen? Das bringt doch sehr genau dasselbe. Es bringt eigentlich gar nichts. Obwohl. Obwohl. Quatsch. Moment. Moment. Jetzt habe ich gerade einen Geistesblitz. Obwohl, der Roboter kann ja gar nicht schießen, oder? Kann der Roboter die Dinger schießen? Kann er. Verstanden, okay. Das heißt, wir gehen mal lieber so lang. Gehen mit Ava vor. Das macht das Ganze nämlich um einiges, ich will jetzt nicht sagen einfacher. Ich komme ja auch... Was ist das scheiße? Warum ist denn das so scheiße? Was sehe ich nicht? Irgendwas sehe ich gerade gar nicht. Jetzt kann ich doch die Kameras nutzen. Oder? Jetzt muss ich doch bestimmt die Kamera irgendwie benutzen.
hier rüber. Zack. Und jetzt mit der Kamera. Alter Schwede. Das Level ist überhaupt nicht witzig. Vielleicht muss ich mit dem... Ach, bin ich... Nee, das geht ja auch nicht. Ich kann auch mit dem Roboter nicht nachziehen. Ich treffe ja nur die Energie. Wie scheiße ist denn das bitte? Ich schaffe niemals zwei. Zwei Stück auf einmal. Kannst du komplett vergessen. Das wird nix. Wenn man direkt zum Roboter switchen könnte, ohne ihn sehen zu müssen, was man ja nicht kann. Nee. Kann man ja nicht. Kann man nicht. Oh. Jetzt sind wir schon bei 20 Minuten und dieses Rätsel bringt mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ich probiere hier auch immer wieder denselben Müll. Es klappt ja eh nicht. Wie bringe ich die feste Quelle da hoch? Die vergeht langsam, das ist Quatsch. Ich brauche die feste Quelle oben, um die Brücken zu aktivieren. Ah, ich treffe auch ewig diesen Scheißhaufen nicht. Ob das jetzt klappt. Oh, bloß nicht runterfallen. Oh! Also der Raum nervt jetzt. Da muss ich schon ehrlich mal sagen, der nervt schon hart. Wir müssen ja als erstes gehen. Wenn wir nicht als erstes gehen, haben wir den Roboter oben und wir bleiben unten. Wir müssen als erstes gehen. Das kommt noch dazu. Gut. So, Wechsel. Zack. Hier hoch. Zack. Ja, aber das geht doch nicht. Es geht doch nur so. Ach, Mann. Um Himmels Willen. Ich raff es nicht. Wir müssen den Kackbärt noch ein Stück vorfahren. Sonst ist es ja nicht möglich, weil wir diesen Pisshaufen von Robotern nicht sehen. So, hier hoch. Zack. So, jetzt müssen wir rein in den Roboter. Und jetzt von hier unten irgendwie schießen. Sehen wir den wenigstens von hier? Ne, sehen wir auch nicht. Wir müssen den hier irgendwo in die Mitte reinfahren.
Komm schon, komm schon, komm schon. Yes, okay. Gut, so. Zack. Zack. Jetzt haben wir es endlich. Das war schwer. Das war wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wir haben es geschafft. Ein sehr hartes Rätsel, wenn nicht sogar das härteste bisher. Freunde, aber endlich, jetzt wo wir es geschafft haben, würde ich mich gerne heute für diese Folge, oder besser gesagt von dieser Folge, verabschieden. Das war Folge 12 mit The Turing Test. Ein ziemlich hartes Rätsel am Ende, hatte sehr viel mit Timing zu tun. Wir mussten den Roboter noch in die Mitte fahren. Hat gerade so mit der Zeit gepasst, aber wir haben es ja Gott sei Dank jetzt noch irgendwie hinbekommen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. War vielleicht ein bisschen langweilig, aber naja, ist halt ein Rätselspiel. Und wer dazu noch ein bisschen dumm ist, bei dem dauert es halt einen kleinen Moment. Gut, Freunde, aber das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier war Folge 12 mit The Turing Test. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Immer fleißig weiterzocken. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.